Alter, was ist denn mein das? Das Ding ist gefühlt so teuer, da wüsste ich, also da bin ich schon so platt, das Ding fertig zu machen. Auf jeden Fall werde ich hier die komplette Detailarbeit, die wird am meisten Zeit fressen, weil das sind ja nicht viele glatte Flächen, so wie ihr hier jetzt seht. Ah, es sind eben viele verwinkelte Flächen, viele Flächen wie hier zum Beispiel. Also die Eibrit, die wird auf jeden Fall bei dem Auto heiß laufen. Ja, mit der LR15 werde ich nicht viel arbeiten, 75er werde ich viel arbeiten. Ansonsten wird bei dem Auto komplett alles gemacht, ja, also alles was möglich ist. Dreischicht Keramik außen, plus nochmal Topping. Felgen werden komplett versiegelt, der Bremssattel auch, wenn ich so weit rankomme. Demontieren will ich die in der Form nicht. Unten wird alles versiegelt, Scheiben werden versiegelt und im Innenraum auch Hochglanzbauteile. Kai, ich zeig dir die mal kurz. Ja, hier diese Hochglanzbauteile, die werde ich auch nochmal polieren mit der Eibrit, vielleicht mit der Eibrit. Mit dem haben wir nämlich jetzt auch einen kleinen Verlängerungsaufsatz. Werden wir euch auch nochmal zeigen. Ja, aber damit werde ich jetzt beginnen. Ich mache den, der ist eigentlich schon soweit relativ sauber. Ich werde den aber trotzdem nochmal weiter säubern, nochmal alles abchecken, ja, ob irgendwo was ist. Ja, und dann werde ich den fertig machen. Ich werde morgen für euch noch ein bisschen filmen, ein paar Detailaufnahmen machen und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Okay, heute der nächste Tag. Wir haben schon einiges am Fahrzeug gemacht. Wir konnten nicht alles filmen, weil es wirklich brutal viel Arbeit ist. Die Felgen sind schon versiegelt, polieren konnten wir die jetzt selber nicht, weil die sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit pulverbeschichtet und da ist das Polieren in der Form nach meiner persönlichen Meinung nach nicht möglich. Die sehen aber ehrlich gesagt auch aus wie lackiert, aber ich gehe stark davon aus, dass die pulverbeschichtet sind, weil die auch 0% Orangenhaut haben und deswegen konnten wir die nicht polieren, aber auch im versiegelten Zustand, Granitzustand, sehen die wirklich Taco aus. Ne? Die Seite habe ich auch schon komplett poliert, außer hier dieses schwarze Bauteil. Und das Dach habe ich auch schon poliert und das Dach habe ich auch schon versiegelt, damit ich das Ganze schon hinter mir habe, damit es da keine Probleme gibt. Auch die Scheiben habe ich schon alle komplett einmal versiegelt. Kurzer Cut. So. Okay, sorry für die kleine Unterbrechung, aber ihr Kunden geht natürlich vor mit Telefon. Jetzt habe ich es aber wieder ins Büro gelegt. Ja, geht irgendwer anders dran. Unten habe ich hier noch nicht poliert, da muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen, weil ich weiß nämlich, von der alten G-Klasse war das nämlich auch schon ein kleiner Problemfall, weil das weder lackiert ist, noch pulverbeschichtet, keine Ahnung, was das für ein Material ist. Die Auspuffendrohre, die hier bei dem Modell unnormal krass geil Sidepipe-mäßig aussehen, habe ich auch schon mit Benzerna Metallpolish fertig gemacht. Ihr seht das selber schon, jetzt kommen wir mal kurz mit zur anderen Seite. Die sind nämlich noch nicht fertig. Die sind eben schwarz wie die Nacht, ja, weil da auch einiges rauskommt an Kohlenstoffdioxid. Und das machen wir natürlich mit der Benzerna Metallpolish und einem alten Mikrofasertuch. Das ist eigentlich egal, was ihr da großartig benutzt. Die Seite müssen wir auch noch komplett polieren. Wie gesagt, die Scheiben habe ich schon versiegelt. Ja, hier das Ding auch. Und die Front habe ich auch schon poliert. Hierbei dieses Carbon-Element, ja, für die Leute, die eben wissen wollen, wie man Carbon poliert, das ist genauso wie alle anderen Oberflächen auch, da ist immer Klarlack drauf, egal ob Inmold-Klarlack oder so ein Klarlack, der eben hinterher drauf kommt. Ja, hinzu, jetzt vorne den Frontgrill und sowas alles nochmal fertig machen. Ich muss dazu sagen, der ist auch noch nicht alt, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer hat der runter. Warte mal, ich schau mal kurz, ob man das überhaupt sehen kann. Doch, 12.000. Auf jeden Fall fast nichts, ja. Und ich muss dazu sagen, der Besitzer hat den sehr gut gepflegt und sehr gut gewaschen bisher. Der hat also keine Waschanlage bekommen oder eben auch, wo der dieses Brabus-Kit bekommen hat, ja, haben die den vielleicht auch nochmal poliert oder komplett aufbereitet. Also es waren natürlich einige Kratzer da und auch einige Swirls und so, ist normal. Aber es war jetzt nicht so, dass sie in länglicher Form eben komplett weg sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Besitzer die immer mit Handwäsche wäscht. Und das ist auch gut so, besonders bei so einem Fahrzeug, weil den kann man eigentlich gar nicht in der Waschanlage fahren. Einige kleine Kleinigkeiten waren, die haben aber soweit wie gesagt ausgebügelt und die andere Seite werde ich dann nochmal polieren. Die Felgen, ja, mega krass, ja, sehen auch mal wieder richtig gut aus. Was müssen wir denn noch an dem Teil machen? Keine Ahnung, hier nochmal reingucken. Ja, hier werden wir auch nochmal ein bisschen Kunststoffpflege auftragen und das werde ich dann auch nochmal mit versiegeln.
Ja, aber sonst sieht das eigentlich... Ach genau, innen drin machen wir auch noch ein paar Sachen. Und zwar werden dort die Fußteppiche werden komplett versiegelt. Die habe ich jetzt gleich hingetan. Die zeigen wir euch gerne mal. Und die haben diese kleinen Bauteile hier. Und die sehen natürlich nicht so schön aus. Ich hole mal kurz den Lackkontrolllampe. Ja, wie ihr sehen könnt, sieht das natürlich auch sehr hologrammmäßig aus. Das ist ja normal, ne? Bei Schwarz-Hochglanz geht es ein paar Mal mit dem Tuch rüber. Außer natürlich mit dem Detail-Dop, wisst ihr. Und einiges an Staubs natürlich auch noch. Ja, das machen wir alles komplett weg. Also der war sonst unnormal geil aus, ne? Mit dem Lenkrad und so, mit dem Kohlefaserkarbon. Ah, echt der Knaller, ey. Ist schon echt ein sehr spezielles Auto. So, und hinten gucken wir auch noch mal kurz rein. Geil ist natürlich, der hat kein Softclose, ja. Also das Ding hat ja wirklich, denke ich mal, alles, aber kein Softclose. Also wäre auch untypisch bei so einem Auto. Aber das finde ich sehr krass. So, die Matten, die mache ich jetzt heute fertig. Sind ja, keine Ahnung, denke ich mal, original Brabus-Matten. Die kosten bestimmt auch ein paar Tacken. Und die werden wir einmal komplett reinigen. Die sind ja noch relativ sauber. Die werden wir einmal mit dem Nasssauger reinigen. Und dann hinterher mit Nanolex Cabrio-Verdeckversiegelung. Das ist so gesehen die Stoffversiegelung, kommt aufs Gleiche hinaus. Das ist die hier. Ja, weil viele Kunden haben ja auch gefragt, ja, ist Cabrio-Verdeck und Textil das Gleiche? Ja, meiner persönlichen Meinung nach schon. Oder Gion Fabric Coat, das ist ja seit neuestem auch wieder lieferbar. Und da werden wir auch die Lederversiegelung noch durchführen. Und zum Beispiel werden solche Elemente auch noch mit Leder versiegelt. Ja, man sieht das ja hier schön. Das ist auf jeden Fall, gehe ich jetzt mal derzeit davon aus, echtes Leder. Und hier eben auch die gesamte Lederausstattung. Na, da werden wir auch noch komplett alles mit Lasershield applizieren, bis morgen aushärten lassen. Dann nochmal die restlichen Sachen so sauber machen. Und jetzt, ich muss ein bisschen zudrücken. Und dann haben wir das eigentlich auch schon. So, wir nähern uns jetzt langsam dem Ende. Wir haben jetzt drei Schichten Moos aufgetragen. Jetzt gerade eben das Scan-Code. Es wird nochmal mit der Infrarotlampe eingebrannt, damit das wirklich safe alles fest ist. Ihr seht es, denke ich mal, auch schon am Glanz, schon an der Motorhaube von diesem Carbon-Element. Der Glanz ist auf jeden Fall extrem da. Ja, so ein richtiger Wet-Look. Ja, das hat das Scan-Code natürlich wieder verursacht. Genau das wollen wir auch haben. Und der Abhelleffekt wird dadurch auch nochmal gepusht. Im Außenbereich sind wir soweit fast fertig. Ich muss im unteren Bereich noch mal ein bisschen gucken, ob da noch alles safe ist, die Radkästen noch mal ein bisschen safe machen und dann ist der Außenbereich soweit fertig. Kai hat gestern schon die Lederversiegelung hinten versiegelt. Kann man natürlich nicht direkt sehen, ja, dass jetzt versiegelt oder unversiegelt ist, aber es ist komplett versiegelt. Ich werde jetzt gleich die Fußmatten noch fertig machen und versiegeln. Die sind nämlich hinten drin. Haben wir eben gerade schon mal gesagt. Und dann wären wir auch schon fast soweit ready. Ja? Jetzt müssen noch die Hochglanzbauteile poliert werden und versiegelt werden. Sorry, dass wir nicht so viele Aufnahmen machen konnten, aber es ist so viel Arbeit. Wir wollen natürlich erstmal das Auto fertig kriegen. So, wir sind jetzt fast fertig. Noch ein paar Kleinigkeiten werden gemacht. Wie hier ist so ein bisschen die Tailarbeit, ja. Der ist jetzt wirklich komplett fertig, komplett versiegelt. Und wir zeigen euch gleich in so einem kleinen Product Pause ein paar Ausschnitte nochmal, wie der so fertig ist. Aber ihr seht selber schon, in der Sonne glänzt er eben richtig hell. Ja, also soll es natürlich auch sein. Felgen 1 Attacco. Der Rest auch. Wir haben alles komplett einmal versiegelt. Alles, was man außen sieht, auch alles, was man innen sieht, können wir euch auch nochmal zeigen. Auch alles versiegelt. Die Fußmatten, die machen wir gleich nochmal rein, dann sind wir mit denen nämlich auch fertig. Es ist wirklich alles safe gemacht. Also, und es ist einfach ein unnormal krasses Auto, ja, das muss man dazu sagen. Einfach nur heftig, ja. Was haben wir sonst noch gemacht? Die Endrohre haben wir noch aufpoliert. Wir haben eigentlich alles gemacht, alles was möglich ist. Und es ist so viel Arbeit, so viel Detailarbeit, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Aber jetzt sind wir Gott sei Dank fertig. Wir machen jetzt gleich nochmal eine Rutsche Cure drauf, damit das komplett alles Taco ist. Und stellen den dann rein und dann warten wir, bis der abgeholt wird. So ein bisschen hinter uns steht auch schon der nächste. Gucken wir mal, ob wir da auch noch ein Video drüber drehen. Der muss dann auch noch fertig gemacht werden. Ja, und dann würde ich sagen, Kai wird jetzt für euch nochmal ein paar coole Aufnahmen machen. Viel Spaß!